Willkommen Leute zu einem neuen Video und heute, liebe Freunde, gibt's mal wieder was ganz, ganz Spezielles hier in Roblox. Und zwar werden wir mal heute was ganz Besonderes machen und zwar passend zu Halloween werden wir mal um die Häuser ziehen und mit wir meine ich meinen Bruder Thomas auch. Ja genau, ihr habt richtig gehört, es gibt Süßes oder Saures. Ja, Leute, wenn euch das Ganze gefallen sollte, könnt ihr gerne abonnieren und natürlich eine Bewertung dalassen. Und was müssen wir denn jetzt hier machen? Ne? Ich wette dich direkt mal an. Thomas, kannst du mir Geld geben? Hier, bitte. Ah, ich bin armer Freundchen. Schlucker. Oh. Freundchen. Ich kann dir leider nur... Ich gebe dir mal 10 rüber. Okay. Ich glaube, das sind dann Süßigkeiten, die ich hier übermittle. Ja, wir schauen mal. Ja, das sind 10 Süßigkeiten. Siehste? Denn ihr müsst wissen, der Thomas hat das schon ein bisschen gespielt. Und deshalb kennt er sich schon ein bisschen aus. Und deshalb wirst du uns auch mal erklären, was wir hier machen müssen. Also... Sinn des Spiels ist es, Süßigkeiten zu sammeln. Also wir laufen hier jetzt von Häusern zu Häusern. Alter, wie schnell bist du denn? Ja, ich laufe ganz... Ja, du musst Süßigkeiten essen. Ich bin doch fast leer. Ich habe keine Power mehr gleich. Ess Süßigkeiten. Dann kriegst du wieder Power. Man isst Süßigkeiten, wenn schon. Isst Süßigkeiten. Tut mir leid. So, dann gehst du jetzt zur Tür. Genau, du klingelst. Genau. Dann kommt jemand raus. Das kann auch ein echt freakiger Typ sein, der dich dann verscheucht und du dann stirbst. Mhm. Und dann sammelst du die Süßigkeiten ein und das machst du jetzt von Haus zu Haus. Okay. Dadurch sammelst du halt Süßigkeiten. Logisch. Und es gibt hier überall so Points, da kannst du die Süßigkeiten gegen Geld eintauschen und mit den Sachen kannst du dir dann echt coole Sachen kaufen. Mhm. Und das werde ich euch nachher noch zeigen, Leute. Kannst du ja zum Beispiel solche Autos kaufen oder man kann sich auch irgendwelche geilen Bikes kaufen, habe ich mal vorhin gesehen. Genau, und oder man kann sich irgendwelche Verkleidungen kaufen. Und unten haben wir halt quasi so eine Lebensanzeige, wenn wir rennen oder was auch immer. Dann sinkt die. Und für den Fall muss man einfach Süßigkeiten essen. Also das Beste, was man machen kann, ne? Ja, ist natürlich klar. Wenn ich keine Energie mehr habe, dann zische ich einfach ein paar Süßigkeiten rein. Genau. Aber theoretisch kann ich auch von Haus zu Haus rennen, oder? Stimmt das? Weil ja, genau. Jetzt, oh, okay. Genau. Warte mal, jetzt gerade habe ich nämlich einfach da geklingelt. Hä? Warum geht das nicht? Lol. Ah, jetzt. Gerade habe ich da einfach geklingelt und bin schon zum nächsten Haus gerannt, damit ich da schon mal geklingelt habe. Verstehst du? Ja, es geht schneller, auf jeden Fall, ja. Das ist eine gute Taktik. Was auch hilfreich ist, also guck mal, hier in der Welt, ne, das ist eine ganz normale Welt theoretisch, überall sind die Häuser, aber nicht alle Bäume sind zum Beispiel gleich. An manchen Bäumen hängen Äpfel. Ah, okay. Und dazu gibt es unten in der Stadt verschiedene Leute, die man ansprechen kann und die geben einen Quests, also Aufgaben. Und dann kannst du die Äpfel sammeln. Unten rechts, über dem Handy, unten rechts, in der, also im Bildschirm hast du über dem Handy so eine Anzeige, die heißt Man You. Jo, stimmt. Wenn du da draufklickst, siehst du deine Quest. Bei mir sieht man, das jetzt ist schon echt gut gefüllt. Und da kannst du dann verschiedene Objekte sammeln. Mhm. Und durch die kriegt man noch zusätzlich Geld. Also hier zum Beispiel, wenn man jetzt auf meinem Bildschirm oben links guckt, dann sieht man, hier ist auch wieder ein Quest-Item. Die kann man einsammeln. Jetzt steht da oben, dass ich das schon gefunden habe. Und die sind halt verschieden positioniert auf der Map. Und wenn man alle sammelt, gibt es halt richtig dick Kohle. So sieht's aus, Leute. Also es sind halt verschiedene Quests und dafür wird man dann halt auch dementsprechend belohnt. Das haben wir jetzt gar nicht zu Anfang gezeigt, aber Ich zeig euch das gleich noch, wenn wir unten in der Stadt sind. Aber Patrick, komm mal kurz mit mir, nachdem du hier ein bisschen abgeräumt hast. Ich hab jetzt erstmal 14 Süßigkeiten. Aber ich wollte nicht anklicken, sorry. So, siehst du, hier zum Beispiel unten rechts ist ein Knochen. Ja. Das wäre zum Beispiel so ein Item. Ah, das ist doch kein Knochen, das ist eine Fischgräte. Okay. Und sowas ist das halt genau hier zum Beispiel, weißt du? Aber dafür musst du theoretisch erst die Quest aktivieren. Damit da steht auch Quest-Item, wenn du, also zumindest war es gerade bei den Äpfeln so, dass da einfach Quest-Item stand. Genau. Und, ja gut, ne, aber ist trotzdem eine coole Sache. Ist quasi so eine Invasion, Halloween-Invasion hier in Roblox, finde ich ganz nice gemacht. Und danke. Ich finde es auch immer lustig, wie die einfach die Bomben uns auf den Boden schmeißen, als wäre man irgendwie so Tiere, weißt du, so ein Hund. Hier, nimm das vom Boden. Ja, vor allem, wenn man dagegen du musst mal dagegen laufen, wenn die auf dem Boden liegen. Die hauen dir ab, die Bomben. Ja, ja, ich weiß. Habe ich schon bemerkt. Mir ist auch was schon mal weggefallen. So, okay, also du sagst, wir können jetzt gleich runtergehen und dann gibt es da so Überraschungen und so. Genau. Das Krasse ist einfach, die Lebensanzeige, also diese Energieanzeige, ne, die sinkt so schnell wirklich. Das ist eigentlich unverschämt. Du sammelst das und dann in der Zeit, in der du deine 3 Bomben uns wieder gesammelt hast, ist das wieder weg. Genau. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel sowas wie Springen oder so ein bisschen mehr Energie... Ja, glaube ich auch. Nicht unnötig springen oder was auch immer. Das macht einfach keinen Sinn. Ja, das ist mir... Oh, der brennt, der Typ. Ja, du musst aufpassen, es gibt Leute, die sind verkleidet... Und dann wirst du direkt in die Stadt gekickt. Also, das sind dann, weiß ich nicht,
Horrorattraktion oder so. Okay. Dann bist du so erschrocken, dass du in Ohnmacht fällst. Okay, das ist, muss natürlich heute nicht passieren, ne? Ich find's ja auch, wie gesagt, extrem lustig, wie die Person dann spricht, wenn man halt die Bonbons aufhebt. Njam, 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 njam. Ja, immer dieses njam, njam, njam. Ja. Njam, njam, njam. Sieht ziemlich merkwürdig an. So, und hier ist eine Hexe, sehe ich gerade. Was ich halt eigentlich nur noch fragwürdig. Oh, die hat mich angezündet. Ah! Siehst du, genau das meine ich. Jetzt bin ich gestorben. Ja, da bist du auseinandergeflogen. Egal, ich wollte eigentlich nur schneller nach unten. Perfekt. Danke, Hexe. Kann ich hier nicht einfach so ein Clown? Ich meine, wir sind ja hier, ne? Quest-Item. Ah, okay, ich sehe gerade. You did not start with Quest, hä? Pumpkin. Genau. Und hier gibt es halt verschiedene Personen und zum Beispiel hier, Leute, das ist ein Shop, hier kann man Pets kaufen. Okay. So, ich zeige euch das jetzt mal. Ich hole mir jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ich hole mir jetzt einfach mal einen Geist. Mhm. Oder ne, ein Eichhörnchen. Ein Eichhörnchen ist lustiger, passt einfach nicht so zu Halloween. Den kaufe ich mir jetzt mal hier schön. Und jetzt habe ich den gekauft. Und der müsste mir jetzt theoretisch irgendwo hinterherlaufen. Du musst ihn erstmal aktivieren. Lol, zeig mal, das sieht aus wie eine Spinne erstmal. Zeig mal, wenn wir stehen. Eichhörnchen. Ja, ich weiß, ich sehe es schon. Alter, guck mal, die roten Augen. Ich wollte gerade sagen, so ein richtiger Killer, der zerbeißt hier wahrscheinlich alle. Ich würde eher sagen, der hat Tollwut. Ja, Quest. Oh, hier kann ich eine Quest annehmen, sehe ich gerade. Ah, okay, das ist sogar die Quest mit den Äpfeln. Ich meine, es ist ja Halloween, man muss ja ein bisschen ordentlich gekleidet sein. Ich würde sagen, ich kaufe mir jetzt was und dann überrasche ich dich mal. Okay, wenn ich wieder sehen kann und dieses Fenster hier mal verschwindet, dann wäre ganz gut. So, Leute, ich habe es jetzt herausgefunden nach wilden Suchen. Also, das ist eigentlich ganz leicht, ne? Was macht man, wenn man eins dieser kauft? Natürlich, man muss sich irgendwo umkleiden. Man geht hier rein, sucht jetzt sein ausgewähltes Outfit aus, also das, was man gerade gekauft hat, und zack. Wow. Dün, dün, dün. Gefährlich. Also, ich sehe jetzt schon krass aus, oder? Mit dem Eichhörnchen, mit dem Killer-Eichhörnchen, mit den roten Augen. Schon. Ich würde sagen, das hebt sich ab, ne? Ich würde sagen, jetzt fehlt noch ein passendes Fahrzeug, oder? Jetzt kommt's. Was holt er sich für? Warte, wo war das hier, wo ich mir das kaufen kann? Ja. Hier vorne war das. Nee, du musst hier jetzt kommen. Ja. Und dann hier. Das weißt du besser als ich so. Ach, hier war das, genau. So, dann gucken wir mal. Boah. Auch nochmal drauf. Ah, die sind ja krass, die sind schon gut teuer, ne? Ja. Krass, ich dachte, ich kann mir jetzt hier irgendwie so ein Special holen oder so, aber wird wohl nichts. Boah, guck mal, wie ich aussehe. Das ist jetzt schon Killer, das ist Killer. Warte, ich komm zu dir gefahren. Ja, ich guck gerade, ob ich hier so diese Quest ganz kurz erledigen kann. Ja, ich komm schon. In Schallgeschwindigkeit. Warte mal, Quest-Item. So, wie lange brauche ich oder wie viel muss ich denn davon holen? Ich glaube, das Geile an der ganzen Sache ist, wenn man so ein Fahrzeug hat, dann kriegt man keine Energie abgezogen, würde ich jetzt mal von der Logik her sagen. Würde Sinn machen, ne? Auf jeden Fall, aber guck mal, wer da hinter dir kommt mit dem Killer-Eichhörnchen. Ach du hey, jetzt hast du doch so ein Roped. Ach, das hieß Warped? Ja. Ah, ich habe nicht drauf den Namen geachtet, deswegen. Okay. Ja, auf jeden Fall ist das aber nicht sehr schnell. Also, ich habe da mehr erwartet. Ja, ich merk schon. Und, warte, ich weiß jetzt nicht, wie man hier absteigt, aber ich guck mal kurz. Ich bin so ein richtiger Bettler. Können wir gewisse Ja, ich merk schon, ey. Hey, wie steige ich hier ab? Hallo? Weiß nicht. Vielleicht indem du einfach nochmal auf Cars gehst und dann auf das Fahrzeug klickst. Also hab ich rechts. Grade. Ah, jetzt, ja. So, guck mal hier zum Beispiel. Das finde ich auch krass. Hier gibt es so überall so kleine Sachen wie hier zum Beispiel. Ist auch ein Quest-Item. Ah, lol. Krass. Überall hängen so Sachen. Auch die Pilze, die hier hängen. Oder was auch immer. Auch teilweise Kürbisse. Das sind alles Items. Mhm. Was ich auch übelst lustig finde, sind auch die Fahrzeuge hier. Zum Beispiel hier dieses Geisterschiff. Ja, das ist mega geil. Stell aber dafür baut man sogar einen Pass. Ja, also ich so irgend so ein den musst du kaufen. Ja, genau. Stell dir vor, du fährst mit so einem Geisterschiff hier herum. Wie lustig das ist. Ansonsten gibt es hier noch dieses Totenmobil. Sieht auch cool aus. Das Roped, was du hast. Dieses Bike. Und es gibt hier halt noch dieses Motorrad und halt dieses Mofa, ne? Ja, genau. Aber was ich mich hier noch frage, ist die eine Sache, unten rechts ist ein Handy und da kann man Funds kaufen. Weißt du, was genau diese Funds sind? Ja, das ist halt das Geld, also die Dollar halt, die du haben kannst im Game. Und die kaufst du halt quasi für normales Robux-Geld, also das für richtiges Geld. Ja. Okay, ich verstehe. Also, ne, damit du halt so einen kleinen Vorteil hast. Ja, genau. Gut.
Aber Leute, ich würde sagen, das war es jetzt auch mit dem Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Das war Trick or Treat oder Süßes oder Saures in Roblox. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Abonnieren nicht vergessen. Weitere Vorschläge gerne in die Kommentare. Und ja, liken. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Trick or Treat würde ich sagen. Ciao, Leute.